Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy XIV. Heute begrüße ich euch zu einem Event, was jetzt schon seit letzte Woche anfing. Und morgen endet das. Und ich habe es jetzt geschafft, die Hermetikerin auf Stufe 30 zu bringen. Und somit können wir das Event mitmachen. Und was es dazu dafür gibt, zeige ich euch dann, wenn wir fertig sind. Und dann sind wir mal gespannt, was auf uns zukommen wird. Ja, und jetzt seht ihr, sind wir noch lange in der Warteschleife oder beziehungsweise lädt noch. Das ist ja jetzt auch nicht so wirklich das Problem. Ich wollte eigentlich Montag aufzeichnen, kam aber nicht dazu, weil ich halt mal wieder komplett überbucht war. Also nicht überbucht, da ich war halt nicht wirklich verfügbar. Ja, jetzt muss ich mal überlegen, wo müssen wir eigentlich nochmal hin? Wisst ihr was? Wir werden nach Ulda reisen und dann werden wir mal gucken, dass wir da irgendwie uns die Quest für das Event kommt. Yay, ich freue mich so sehr. Ja, es war halt ein Kampf. Ich habe halt wirklich die Hermetikerin versucht, bei der, weil heute ist Donnerstag, nee, heute ist Mittwoch, seit gestern und vorgestern irgendwie es zu schaffen, na, sie auf 30 zu bringen, so dass wir die Quest auch hier annehmen können. Ich weiß nicht, wo das jetzt war. Ich glaube, das war in der Achterburg. Warum ich jetzt Limsa-Luminsa nehme, weil ich genauso nicht so weiß, warum, aber für mich war es einfacher, jetzt irgendwie an diese Quest zu kommen für das Event. Für das Feuermond-Event. Und ich freue mich so sehr. Deswegen habe ich auch keinen Timer an. Das heißt, wir werden die schöne, schöne Zeit mit uns, mit euch oder ich mit euch diese schöne, schöne Zeit für das Event machen. Und natürlich kommt dann übermorgen natürlich, wie erwartet, das nächste Event. So, also Sommer, Sonne, Eiskar, Knallomaten. Auftrag ist nur für die Dauer des saisonalen Ereignisses verfügbar. Mayaru brennt darauf, dir vom diesjährigen Feuermond-Regime zu erzählen. Hallo, hübsche Abenteuerin. In Feierlaune, was? Du strahlst ja förmlich, oder sollte ich sagen, glühst vor Hitze. Naja, kein Wunder. Schließlich ist dies die Jahreszeit des Feuermondregimes. Ich liebe dieses Fest, mit dem die Abenteuergilde um Neuzugänge wirbt. Auch wenn es ursprünglich um etwas ganz anderes ging und der Werbeaspekt erst in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Doch das ist eine andere Geschichte, die ich dir an einem etwas weniger heißen Tag erzählen will. Jedenfalls werde ich mein Bestes geben, möglichst viele Gäste mit einem bombastischen Festprogramm anzulocken. Dieses Jahr wollen wir auf ausdrücklichen Wunsch des Eigentümers der Sonnenküste die Besucher mit Eis bewirten. Und zwar mit dem leckersten Eis unter der Sonne, wie Meister Gegeruyu sich ausgedrückt hat. Jeder Abenteurer, der uns bei den Vorbereitungen hilft, kriegt eine Belohnung. Wie sieht's aus? Wenn ich dein Interesse wecken konnte, melde dich bei unserem Komiteevorsitzenden Haremaga an der Sonnenküste. Okay, ich glaube, die Sonnenküste haben wir noch nicht. Das heißt, ich muss jetzt erstmal gucken, wie wir da natürlich hinkommen am schnellsten. Und ja. Weinhafen. Unteres Deck.
Unteres Llanos. Ja, ups, nicht unteres Deck. Entschuldigung. Ja, ich glaube, ich weiß so ungefähr, wie wir da hinkommen. Und wir werden uns jetzt natürlich auf den Weg machen. Wie hätte es denn auch anders sein können, ne? Jo, dann wollen wir mal. Unteres Llanos, ja, da. Und dann wollen wir natürlich loslegen und uns auf dem Weg zur Sonnenküste machen. Ja. So, wir sind jetzt hier. Und jetzt rennen wir erstmal irgendwie da hoch. Ja. Wie ihr seht, habe ich immer noch meine rosa Puppe. Ich finde die einfach nur schön. Ich brauche die Minikarte jetzt, damit ich weiß, wo es lang geht, weil sonst habe ich das Gefühl, habe ich wieder das Glück, dass ich dann nicht wirklich weiß, wo ich dann hinlaufen muss. Weil es ja nicht alle Tage, dass ich da mal eben zur Sonnenküste laufe. Irgendwie. Oder gehe. Ja. Schwer. Warum ich das... Ich hätte da auch da gestern dran denken sollen, da mal hinzugehen, um mir den Teleport oder beziehungsweise den Ätheriten zu holen. Aber irgendwie... Ja. Wir kennen das ja, ne? Nicht immer läuft alles nach Plan. Ja, und das Wochenende, also letztes Wochenende, war eigentlich großartig. Ja, außer die Nachbarin, die macht immer noch Ärger und Probleme. Ich glaube, wir gehen querfeld ein. Ja, ich habe heute gedacht, wir hätten heute den 24. Dabei haben wir heute schon den 25. und somit ja, wollte ich eigentlich erst morgen, aber ich habe gelesen, dass ja, dass es dann zu spät sein könnte. Wenn ich aufnehme, könnte das Event dann doch schon lange vorbei sein. Und ja, ich habe es halt, wie gesagt, gestern wirklich mit Mühe und Not 3-4 Stunden dran gesessen, die Hermetikerin von Level 22 auf 30 zu bringen. Und ja, deswegen können wir ja endlich die Quest machen, das Event mitmachen. Das Problem ist, ich frage mich, warum sowas immer auf Stufe 30 sein muss. Oder generell auf Stufe 30, warum? Ob das jetzt hier mit dem Gebiet zusammenliegt, kann ich euch echt nicht sagen. Vielleicht weiß das ja jemand von euch. Aber, ja. Okay, die sind Stufe 30, also irgendwo verständlich, dass dann gesagt wird, nee, nee, wir, bitte Stufe 30. Ich glaube, wenn man hier mit, weiß ich nicht, mit einem Level, Entschuldigung, mit einem Level hier reinrennt und denkt, man könnte einmal Rambo spielen und dann doch nicht, dann, ja, sieht schon scheiße aus. Eigentlich wollte ich dieses Wort scheiße eigentlich eher am allerwenigsten verwenden, aber ja, heute geht es mal nicht anders. So, wie ihr hört, ist auch meine Waschmaschine fertig, könnte ja nicht besser laufen. Oh, Freibriefe. Nein, heute mal nicht. Ich werde mir als erstes natürlich hier, mich hier, an den Dings hier harmonisieren und natürlich holen wir uns den Schokobo, Schokobo-Taxi. Ja, okay. Ja, eigentlich ist das ja nichts anderes als ein Taxi, ne? Du zahlst und willst dann von A nach B und von B nach C und von keine Ahnung wohin auch. Auf jeden Fall
bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Und ich kann es kaum erwarten, an diesem Event mitzumachen. Glaubt es mir, ich habe wirklich gestern und heute, vorgestern dran gearbeitet, da so weit zu kommen. Auch, ich bin ehrlich, ich habe es auch echt vergessen, dass dieses Event bis zum 26. ist. Ich habe es letzte Woche noch angesprochen. Ich habe gesagt, ich muss gucken, dass ich es schaffe, noch Level 30 zu werden, dass ich da dieses Event mitmachen kann. Ja, ich habe es total vergessen. Herzlich willkommen zum Feuermond. Oh, eine Abenteuerin. Dann bist du bestimmt hier, um uns bei der Eisaktion zu helfen. Ja. Puh, da bin ich aber erleichtert. Es gibt dann nämlich ein kleines Problem. Uns fehlt die Hauptzutat für die Zubereitung von Schabeeis. Die Eisblöcke. Sie sind immer noch nicht angekommen und ich frage mich, weshalb. Würdest du zu Hobiano gehen und sie fragen, warum das so lange dauert? Du findest sie am Strand östlich von hier. Ja, mache ich. So, ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich glaube, das... Glaube ich. Weiß ich nicht. Wir werden sehen. Hey. Hallo. Hare Mager fragt, wo die Eisblöcke bleiben. Um es vorwegzunehmen, sie sind noch nicht hier. Ich nehme an, man hat dich darüber informiert, dass die Idee mit dem selbstgemachten Eis von Meister Gegeruyu persönlich stammt. Er hat uns sogar angeboten, die gesamte Kosten dafür zu tragen, so sehr scheint ihm die Sache am Herzen zu liegen. Da das Eis zweifellos viele Besucher anziehen wird, nahmen wir das Angebot dankend an. Anfangs schien alles nach Plan zu verlaufen. Es gelang uns, eine äußerst fähige Schabeeiskonditorin anzuheuern. Sie fuhr mit dem Schiff aufs Nordmeer hinaus, um die besten Eisblöcke für das beste Schabeeis zu finden, wie sie meinte. Ja, wir warten noch immer auf ihre Rückkehr, obwohl doch heute das Fest stattfinden soll. Sie ist ziemlich robust, daher bin ich mir sicher, dass ihr nichts zugestoßen ist, aber... Hilfe, da ertrinkt jemand! Oh. Blubber. Blub, blub, blub. Oh nein, das ist... Nikeke, die Schabeeiskonditorin. Schnell, wir müssen ihr helfen. Ja. Schabeeis? Was ist Schabeeis? Ich kenne Kratzeis. Ist das sowas ähnliches? Kratzeis? Ja. Da will ich auch jetzt hin, aber kann ich noch nicht. Alles in Ordnung mit dir? Dann verzieh ich mich mal wieder. Der Strand ruft. Ja, so viel dazu. Was bloß passiert ist? Lümlein, sei Dank, du lebst. Jano, du hier? Dann ist das hier etwa die Sonnenküste, genau. Doch erklär mir lieber, warum wir dich aus dem Meer fischen mussten. Was ist passiert? Was passiert ist? Also, ich habe mir mit Gegeruyus Geld ein Schiff geliehen und bin damit aufs Nordmeer hinausgefahren, weil doch bei den Nordmeerinseln die besten Eisblöcke zu finden sind und danach,
Ach, genau, danach wollte ich zur Sonnenküste zurückkehren, aber dann ist das Schiff gekentert und ich bin mit samt Fracht über Bord gegangen. So. Wenn ihr mich nicht gerettet hättet, wäre ich Fischfutter geworden. Vielen Dank also. Ja. Ich muss hier einmal ganz kurz unterbrechen, weil ich muss ganz dringend mal auf Toilette. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Entschuldigung. Oh, Scheinkleister. Eisbären? Das sind meine Kumpels vom Nordmeer. Sie wollten nicht mehr von meiner Seite weichen, nachdem ich ihnen ein paar Süßigkeiten angeboten hatte. Sie sind wirklich nett und waren mir beim Tragen der Eisblöcke eine sehr große Hilfe. Tut mir echt leid, dass ich euch erneut um Hilfe bitten muss. Aber würdet ihr für mich die Kisten im Wasser einsammeln? Ich will nicht so schon wieder nass werden. Boah. Boah. Oh, das ist so süß. Kriegen wir die Eisbären? Oh, die sind so putzig. Das ging aber schnell. Du scheinst fleißige Freunde zu haben. Uff. Zum Glück sind die Eisblöcke nicht geschmolzen. Ich habe extra auf die Schiffsheizung verzichtet und mich stattdessen an meine Eisbärenkumpels gekuschelt. Wenn nur alle so lieb wären wie die drei, dann was? Entweder dann was? Was versuchst du mir zu sagen? Na, nehmen wir dann was. Nun ja, dann wäre das Schiff nicht gekentert. Als ich die Eisblöcke aus dem Eisberg herausgeschnitten und in den Frachtraum gehievt habe, wusste ich ja nicht, dass sich einige blinde Passagiere in ihnen versteckt hatten. Oh.
garstige Biester, die es offensichtlich lieber kühler mögen. Sobald wir uns nämlich der warmen Sonnenküste genähert hatten, sind sie angeschwollen und boom, mit einem lauten Knall explodiert. Die Explosion hat das Schiff zum Kentern gebracht und wir alle, auch die hitzköpfigen Unruhestifter, sind im Wasser gelandet. Ich bin um mein Leben geschwommen und den Rest der Geschichte kennst du. Bestimmt gieren diese Kreaturen geradezu nach einer eisigen Erfrischung und werden sich auf mein Eis stürzen, sobald sie es entdecken. Ich kann unter solchen Bedingungen unmöglich arbeiten. Solange die Biester frei herumlaufen, stellen sie in der Tat eine Gefahr dar. Doch keine Sorge, wir haben damals auch die Knallomaten außer Gefecht gesetzt. Los, Schiria, lass uns zu Herr Mager gehen und gemeinsam eine Strategie überlegen. Natürlich. Liebt gern. Oh, wie putzig. Oh, schade, ich hätte jetzt gerne einen Screenshot gemacht. Oh, so süß. Oh, die sind wirklich süß. Na. So. Na. Ja. Das war wirklich ein heldenhafter Einsatz, Schiria. Zumindest scheint das Eis zwischen dir und Nekeke nun gebrochen zu sein. Apropos Eis. Was ist denn nun mit dem Eis für den Feuermondregime? Reigen? Ja, egal. Verstehe, ihr befürchtet also, dass diese Eisknallomaten wortwörtlich mitten in unser schönes Fest platzen könnten. Wenigstens stehen die Eisblöcke für das Schabeeis bereit. Das ist doch schon mal ein Anfang. Keine Sorge, ich werde versuchen, ein paar Leute aufzutreiben, die den frommigen Gesellen Dinger ausmachen werden. Überlass diese Angelegenheit mit einem Profi wie mir. Oh, wer bist du denn? Gestattet? Tracy, mein Name. Sonderbeauftragte, Sonderforscherin der Aquadeure. Wir sind die Erben der wagemutigen Kaskadeure und haben uns der Bekämpfung von Haien und nicht haiartigen Biestern verschrieben. Ich stehe mit Haut und Haaren zu euren Diensten. Ohoho, bombig. Knallomat? Schön, schön. Bin auch dabei mit größter Bomberforscher. Ja. Küstenabenteurer Rufool Tier meldet sich zum Dienst. Bitte lasst mich ebenfalls helfen, die Eisknallomaten zu vertreiben. Ihr seid mir ein Haufen. Ich habe den ganzen Schlamassel verursacht, daher ist es mir nicht recht, euch um Hilfe zu bitten. Aber ich tu's trotzdem. Vielen Dank. Oh. Keine Ursache. Schließlich haben wir dich beauftragt, das Eis zu besorgen. Daher ist es nur gerecht, dass wir dir jetzt helfen. Außerdem erhoffe ich mir einen guten Werbeeffekt für die Abenteuergilde, wenn die Leute uns in Aktion sehen. Dann mal alle ran an die Arbeit. Eisknallomaten, seht euch vor! Ja, und wir natürlich mittendrin. Oh, wie süß, so mini, wie kurzen Kleinmädchen. Oh, putzig. Um diesen Auftrag fortzufahren, musst du als Krieger oder Magier das Fate erfolgreich abgeschlossen haben. Ja. Da haben sich nur noch die Worte so. Und da fängt das schon an. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Bitte nicht. Lasst mich mitmachen. Ich will dabei sein. Ach, es hat gerade erst angefangen. Ja, perfekt. So. Hallo? Nein. Okay. Ja, wie ihr seht,
weiß ich nicht, ob wir, naja, alles da, das komplett kriegen, weil da schon angefangen wurde und nein, nicht mit mir. Ach ja. Ich glaube, vor, am Anfang war das richtig voll. Also, und am 27. Mal schauen, werde ich wohl... Entschuldigung, werde ich wohl das dann auch aufnehmen und dann halt euch präsentieren. Ich weiß nicht, ob das direkt am Freitag geschieht oder eher am Samstag, weil wie gesagt, Freitag habe ich noch... Ja, doch, doch. Wisst ihr was? Doch. Ah, nur 10. 10, 10, 10. Ja. Okay. Nicht schlimm. Nicht schlimm, nicht schlimm. Alle können reiten. Ich bin hier am Rumlaufen, weil ich noch nicht reiten kann. Oh, ein Auto. Aber den gab es wohl schon viel, viel früher. So. Ja. So. Ihr seht verschwitzt aus und siegesfroh. Heißt das, ihr wart erfolgreich? Oh ja, mit vereinten Kräften ist es uns gelungen, die Biester zu vertreiben. Du warst einfach fabelhaft, Shiria. Eine wahre Abenteuerheldin. Ach bitte nicht doch. Man tut doch, was man kann. Vor dem Eisknallomaten haben wir Ruhe. Zumindest vorerst. Leider konnten wir nicht alle beseitigen. Daher müssen wir damit rechnen, dass sie wieder am Strand auftauchen. Aber wie gesagt, fürs Erste haben wir Ruhe. Das genügt mir. Ihr seid die Besten. Dann wäre ja da alle Probleme aus dem Weg geräumt. Und du kannst mit der Eiszubereitung beginnen. Ja, Eis. Lecker. Ich bin schon dabei, ich werde euch das beste Schabeeis unter der heißen Sonne der Sonnenküste servieren. Yay! Und natürlich kriegen wir Erfahrungspunkte und ein bisschen Geld. Yay! Geht's denn noch weiter? Oh ja, es geht noch weiter hoch. Ja. Okay, oh! Eisbärhorn. Oh, wir kriegen natürlich ein ganz besonderes Eis. Nekeke ist mit Feuereifer dabei, die eisigen Köstlichkeiten zuzubereiten. Danke, Shiria. Du hast nicht nur die Eisaktion, sondern auch die Insel des ewigen Sommers gerettet. Die Zubereitung des Desserts dauert eine Weile. Warum vertreibst du dir nicht die Zeit mit einem Schwätzchen mit den Organisatoren des Feuermondregimes? Ach ja, und richtig, Gegeruyo, bitte aus, er sei natürlich ebenfalls zur Eisdegustation eingeladen. Nicht, dass ich denke, dass eine Einladung nötig ist, damit er kommt. Schließlich war das mit dem Eis seine Idee. Ja. Okay, da, ja. Irgendwie. Shiria, das war wirklich eine Glanzleistung. Dein heldenhafter Einsatz hat sich herumgesprochen. Für die Abenteuergilde könnte es keine bessere Werbung geben. Ich finde, wir haben uns alle ein Leckerei verdient. Ich liebe Eis und überhaupt Desserts. Vielleicht sehe ich nicht so aus, aber im Grunde bin ich ein zuckersüßer Kerl. Ja. So, dann reden wir mit ihr. Schön, dich zu sehen, Shiria. Nochmals herzlichen Dank für deinen grandiosen Einsatz. Ich hätte niemals gedacht, dass wegen einer Eisspeise so viel Aufruhr entstehen könnte. Und ich hatte nicht erwartet, dass Nekeke bis zum Nordmeer segeln würde, um das Eis zu beschaffen, obwohl ich im Nachhinein nicht überrascht bin. Ich kenne Nekeke von klein auf. Wir waren schon immer Freunde und haben
früher oft zusammen am Strand gespielt. Eines Tages wurden wir von einem wilden Tier angegriffen. Wenn uns damals nicht ein Abenteurer zu Hilfe geeilt wäre, würde ich heute nicht vor dir stehen. Nach diesem Vorfall beschloss ich, der Abenteuergilde beizutreten. Nikeke zeigte ihre Dankbarkeit auf andere Weise. Sie wurde Köchin, um den Abenteuern stets jetzt können wir weitermachen. Stets eine nahrhafte Mahlzeit zubereiten zu können. So. ein starker Abenteuer kann sich nicht allein von Eis ernähren, aber das hat Nekeke nicht daran gehindert, sich letzten Endes auf die Zubereitung von Süßspeisen zu spezialisieren. So ist sie nun mal. Sie hat ihren eigenen Kopf. Jedenfalls war sie äußerst aufgeregt, als die Abenteuergilde ihr den Eisauftrag gab. Sie war so begeistert, dass sie selbst vor dem weiten Weg zum Nordmeer nicht zurückschreckte, womit das Unglück seinen Lauf nahm. Moment, jetzt muss ich einmal gucken. Ja, okay. Perfekt. Doch das Wichtigste ist, dass sie wieder zurück ist und dass es ihr gut geht. Ja, endlich. Sie hat aufgehört zu reden. Nein, alles gut. Das war nur ein kleiner Scherz. Ich meine, dass die NPCs eigene Meinungen haben. Kann ich verstehen. Ist alles in Ordnung. Auch wenn die eine oder andere wirklich viel erzählt, aber das ist auch nicht schlimm. Wir werden jetzt mit dem Organisatoren sprechen. Egeruyo. Die Störenfriede sind besiegt und das Eis wird in Kürze serviert, sagst du? Dann sollte ich mich wohl besser auf den Weg machen. Ja. Nein. Nee. Das ist es nicht. Okay. Wir springen mal ab ins Meer. Autsch, das tat weh. Ja, ich bin sehr froh, dass ich... Fischi-Fisch. Toll. Fischchens. Das ist ja schön. Hier schwimmen sogar Fische rum. Schwimmen auch hier Haie? Sind hier auch Haie? Naja, egal. Wir schwimmen jetzt. Und wir rennen. Den ganzen nassen Sand dürfen wir auf jeden Fall dann wegmachen. Jo, dann auf geht's. Du bist schon zurück? Ich bin gleich fertig. Gib mir noch ein paar wenige Minuten für den letzten Schliff. Yay!
Oh, lecker. Das ist also ein Schabereis. Entschuldigt, dass ich euch habe warten lassen. Voila, meine Eiskreation, das Sonnenküsteneis, mit viel Liebe hergestellt. Oh, das sieht aber echt lecker aus. Damit es nicht gleich wegschmilzt, braucht es noch einen letzten Schritt. Seht her! Oh, schön. Das ist so schön. Oh, ich freue mich. Na, wie fandest du mein Eis? Es war den ganzen Ärger wert. Die Darbietung des Eisbären war einfach zauberhaft. Es hat vorzüglich geschmeckt. Ich fand die Darbietung des Eisbären war einfach zauberhaft. Ja, genau das nehmen wir ja auch. Das freut mich. Ihr musstet wegen mir ja ziemlich schwitzen. Daher habt ihr diese kleine Erfrischung absolut verdient. Oh, ich finde den Eisbären so süß. Ach ja, mein Freund hier fragt, ob er dich bei deiner nächsten Abenteuerreise begleiten darf. Du scheinst ihn mit deiner Stärke und deinem Mut ziemlich beeindruckt zu haben. Was hältst du da von dir? Was hältst du von der Idee? Natürlich, gib mir den. Her damit. Gib her. Du hast nicht nur Bärenkräfte, sondern auch ein Herz für Bären. So gerne ich noch ein wenig mit dir plaudern würde, die Arbeit ruft. Die zubereiteten Portionen verschwinden schneller als Eis in der Sonne schmilzt. Das kann ich mir vorstellen. Oh. Ich mag den Eisbären. Habt ihr vorhin gesehen, die drei? Und am Winken. Oh, das war so süß. Oh. Und das Schöne ist, wir haben jetzt auch den Eisbären. Oh. Dank deines Einsatzes können die Besucher des Feuermondregions das Sommerfest in vollen Zügen genießen. Sollte die Störenfriede wieder aufkreuzen, weise sie erneut in die Schranken. Das saisonale Geschäft des Feuermondregions hat nun geöffnet. Schließt du das Fate im Südosten der Insel des ewigen Sommer ab, erhältst du Feuermondmarken, die du gegen allerlei exklusive Gegenstände eintauschen kannst. Ja, da gucken wir auch. Aber als erstes, als erstes, als erstes, als erstes. Ah, ja. Das da. So, dann wollen wir mal gucken. Reittier. Oh, wir haben diesen Eisbär. Eisbär. Auf der Suche nach dem perfekten Eis verschlug es die Eiskonditorin Nekeke zu den Nordmeerinseln. Morden. Ich wollte irgendwas anderes sagen, was nicht zu dem Spiel gehört. Wo sie auf einen Eisbären traf und ihm ein paar Süßigkeiten anbot. Seither frisst er ihr aus der Hand. Seine Bewunderung für dich war jedoch noch stärker als seine Liebe für Süßes, weshalb er sich dich als neuen Meister ausgesucht hat. Oh, das ist so schön. Das ist wirklich, oh, wirklich sehr schön. Oh, ich freue mich. Okay, wir holen uns die Gartenausstattung. Ja. Und natürlich das Sonneneis. Oh nein, das will ich haben. Yay. Ja. Jetzt haben wir auch das Sonneneis. Wir haben das Eis.
Und wir haben Gartenausstattung. Hey, Maskenstand. Oh. Ja, was hier sind halt nur wieder irgendwie... Ja, gebratener Maiskolben wäre auch noch nicht schlecht gewesen. Aber okay, ich bin mit dem zufrieden. Ja, dann gibt's hier halt diese ganzen Raketengedöns. Ja. Aber jetzt gucke ich mal. Ja, wir haben jetzt 40 Minuten aufgenommen und somit würde ich dann einfach mal sagen, yay! Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Final Fantasy und es hat Spaß gemacht. Wir haben einen Eisbären bekommen. Yay! Ich freue mich so sehr. Applaus, Applaus. Ja, also ich feiere es. Oh, Entschuldigung, ich hätte jetzt vor Freude mein Mikrofon gleich irgendwie runtergeschmissen. Nein, also ich freue mich sehr, sehr darüber, dass wir ein Pet bekommen haben. Diese klasse Square Enix. Finde ich wirklich klasse. Macht weiter so. Tut auch was damit, wie ja, irgendwelche Mounts oder Kostüme oder je nachdem, ne? Also ich feiere es wirklich. Und ich hoffe, die bleiben auch dabei, dass irgendwie immer bei einem Event irgendwas Neues dabei ist. Und dann sehen wir uns am Freitag oder Samstag wieder. Aber ich glaube, ich würde eher Freitag aufzeichnen. Samstag wird das dann veröffentlicht. Die Folge jetzt, also hier, die hier. Und natürlich dann das andere Event. Das heißt, dann haben wir zwei Events dann mit einer Klappe geschlagen. Ja, und dann wird ja natürlich wieder Assassin's Creed 1 und 2 auch Freitag aufgezeichnet werden und auch veröffentlicht werden. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall. Und ich muss langsam lernen, wirklich 6 Folgen zu machen. Also 6 Folgen Final Fantasy, 6 Folgen Assassin's Creed 1 und 2. Weil nächsten Monat ich in der Ausbildung bin und ich kann nicht dann jeweils immer 2 Folgen, dass ich habe. Das heißt, wenn ich zu Hause bin, kann ich gerade mal ja, 2 Folgen online stellen. Dafür müsste ich aber dann lernen, ab nächste Woche oder übernächste Woche Vorbereitungen oder Vorkehrungen zu machen, dass ich ja dann die Aufnahmen also nächste Woche wohl eher eigentlich schon nächste Woche, weil nächste Woche ist ja schon der 30. ja, ja, dann würde ich halt sagen, ja, auf jeden Fall würde ich dann sagen, ja, das war's dann und ja, ich bin immer noch, ich feiere es wirklich. Auf jeden Fall, oh, wir haben schon den 25. Verdammt. Die Woche geht echt schnell. Ja, das heißt, ich müsste dann schon nächste Woche anfangen mit den 6 Folgen am Tag, 6 Folgen aufzeichnen, aber nicht diese Woche, sondern erst nächste Woche werde ich das machen. Und ja, Leute, dann würde ich mal sagen, Entschuldigung, da würde ich sagen, danke fürs Reinschauen und danke fürs Liken, Abonnieren, fürs Feedback, falls ein Feedback kommt. Bis jetzt kam noch keins, keine Ahnung warum, aber ist nicht schlimm. Ja, wir sehen uns dann am Samstag, da ist das definitiv online, ja. Dann würde ich dann zum Abschied erstmal winken und sagen, ja, macht's gut, viel Spaß und haltet die Ohren steif, ihr schafft das und ja, ich bin jetzt mal weg, ich bin mal raus, tschüss, macht's gut, sonst kommt irgendwie, nein, ich rede jetzt nicht so viel, also wir sehen uns Freitag, bye bye.